So, jetzt ist die Aufnahme da. Wir tun mal so, als ob wir nochmal neu anfangen würden. Also Christian Weigand ist heute bei uns. Vielen Dank, dass du heute da bist, lieber Christian. Genau. Comic-Con generell, kanntest du das Thema schon, dieses Phänomen? Hattest du irgendwelche Berührungspunkte? Warst du vielleicht selber schon mal als Gast? Oder wie geht's dir da? Nee, ich bin jetzt das erste Mal auf der Comic-Con hier in Freiburg und hab das immer nur über Insta von Sprecherfreunden und Bekannten mitbekommen, dass die ja da durch den kompletten deutschsprachigen Raum ziehen, von Comic-Con zu Comic-Con, und habe mir gedacht, warum war ich eigentlich noch nicht eingeladen? Und jetzt ist es passiert. Das ist Schweinerei. Genau. Bist du Berliner? Kann das sein? Oder wo kommst du her? Geboren in Berlin. Ja. Genau. Aber seit 75 in München. Also ich sehe mich eher als Münchner. Okay. Vom Herzen her. Ja. Aber ich glaube, man hört schon oft nochmal das Berlinische raus. Man kriegt den Berliner aus Berlin, aber man kriegt Berlin nicht aus dem Berliner, oder? Genau. Oder wie war das? Also man hört es, finde ich, so ein kleines bisschen, aber es macht ja auch sympathisch. Also ich bin aus Thüringen, das kann man ruhig hören, ist ja okay. Ne? Genau. Ja, Christian, schön, dass du da bist. Man kennt dich ja aus vielfältigen, also man kennt dich aus dem Kino, ja, man kennt dich aus dem Fernsehen, man kennt dich von Realfilmen, man kennt dich aber auch aus Cartoon oder aus Zeichentrickserien, genau. Kann man das so sagen? Ja. Ja, okay. Du bist aber eigentlich gelernter Theater, also du hast Schauspielerei gelernt? Ich war auf der Schauspielschule und habe auch Theaterwissenschaften studiert und währenddessen aber über einen Freund kam ich so langsam rein ins Synchron und das hat mich sehr schnell fasziniert. Und als ich dann ein bisschen weitere Schritte gegangen bin und auch Regie führen durfte, ist mir eben auch aufgefallen, dass ich morgens mit einem Lächeln aus dem Haus gehe und abends mit einem Lächeln wieder nach Hause komme. Und die ein oder anderen Schauspieler, die dann von einer Tournee kamen, meistens mit so einer Flappe oder von einem Dreh, der sie meistens eben auch nicht so richtig zufriedengestellt hat, weil man stellt sich das immer so glamourös vor, aber das normale Leben eines Schauspielers ist relativ bitter und dann stehst du den ganzen Tag am Set, hast zwei Worte zu sagen und das ist dann dein Drehtag. Ja, ich glaube, ich kann mir das ganz gut vorstellen. Man meint ja immer, dass die Schauspieler so erstmal hoch bezahlt sind alle, ja, und alle ausgesorgt haben und sich vor Arbeit kaum noch retten können. Ja. Aber ich kenne auch ein paar ich habe ein bisschen Einblick in die Szene und ich weiß, dass das wahre Leben sieht anders aus. Das sind vielleicht 5%, die da dazugehören zu dieser Gruppe, die ich gerade genannt habe. Und alle anderen sind froh, man sich von Job zu Job und muss dann auch Sachen annehmen, die man vielleicht gar nicht so mag, wo man einfach sagt, das bringt mir jetzt halt mal das Brot auf den Tisch. Und deswegen denke ich mal, so ein Synchron-Schauspieler, wie ich es ja immer nenne, ihr seid ja auch Schauspieler. Ihr müsst ja auch Schauspielern. Ist natürlich dann schon, wenn du jemand hast, auf den du dann abonniert bist, dann kann ich mir vorstellen, dass es dann immer wieder also lukrativ ist und vor allen Dingen, die Leute kommen ja dann auch wieder. Also wenn du einmal, ich sage jetzt mal, Vincent D'Onofrio ist ja so einer derjenigen, die du eigentlich hauptsächlich machst. Und wie läuft das dann ab? Also Vincent D'Onofrio, es kommt ein neuer Film raus, ja, und man weiß, er spielt mit, er hat eine präsente Rolle. Kommt dann die Firma, der Verleih, automatisch auf dich zu oder gibt es da nochmal so ein Casting? Der Verleih als solches wendet sich ja immer an ein Synchronstudio und das ist dann der Vermittler letztendlich. Und die kriegen dann natürlich, also das Studio kriegt dann den Auftrag zu ermitteln, wird der von jemandem gesprochen, von jemand Festem oder ist der willkürlich zu besetzen? Und ja, wenn Vincent D'Onofrio dabei ist, habe ich mittlerweile das Glück, dass die meisten mich finden. Ja, das ist ja immer das Schöne für mich persönlich, wenn ich mir so einen Film anschaue. Das Schöne ist ja, dass du die Leute dann auch identifizierst mit dieser Stimme. Ja? Also als jetzt zum Beispiel Thomas Danneberg verstorben ist, das war für mich ein ganz großer Schock, er hat ja so viele Menschen synchronisiert, aber es hat für mich dazugehört. Ne? Wenn du dann mal die Schauspieler im Original sprechen hörst, das ist für einen Deutschen, ich mag die deutsche Synchronarbeit sehr gern, wenn du die Schauspieler im Original sprechen, gerade Arnold Schwarzenegger, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, aber generell, dann denkst du immer, das fühlt sich komisch an. Ne? Und dann, das ist dann für mich so der Punkt, wo man sagt, ihr habt euren Job verdammt geil gemacht, weil wenn ich Vincent D'Onofrio sehe, denke ich an deine Stimme und nicht an seine.
Und das ist halt klasse. Danke dir. Ja. Gibt es denn aus dem Publikum eine Frage an den lieben Christian? Habt ihr was, wo ihr immer schon mal... Wie lange dauert es noch? Ja, wie lange? Ich gebe dir mal das Mikro. Also Sie haben ja in einer solchen Serie, die wurde ja nicht im Fernsehen ausgestrahlt, sondern ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, aber Your Pretty Face is Going to Hell, da haben Sie ja den Troy gesprochen. Das ist ja wie so eine Webserie. Wie ging das ab? Wie wurden Sie darauf besetzt? Das lief genauso ab wie jedes andere Synchron. Ich bekam einen Anruf und mir wurde noch nicht mal gesagt, was es ist, sondern der Patrick Roach hat da die Regie gemacht. Und der wollte mich unbedingt dabei haben und da habe ich gesagt, du, zu dir komme ich. Und dann habe ich es gesehen. Ich gebe zu, meins war es jetzt nicht, aber ich glaube, es hat schon auch seinen Reiz für den, der es mag. Ja. Ja, es war eine, also so eine Serie, die gibt's, kann man eigentlich auch das allermeiste auf YouTube schauen. Es geht halt darum, dass so, dass halt so verschiedene Dämonen in der Hölle halt, wie halt Sachen erleben müssen. Es ist meistens halt, die geht halt so eher auf, vom Niveau her eher auf der unteren Schiene, aber ich finde es manchmal halt schon noch sehr lustig. Ja, und da haben Sie ja den Troy gesprochen, der ist dann in der zweiten Staffel dazugekommen, so als Ersatz für Claude und dann war sozusagen immer wieder so der Gegenspieler vom Gary, wo ja... Richtig, ja, genau. Sie haben mir immer super gefallen. Ich bedanke mich herzlich, danke. Ja, vielen Dank für die coole Frage. Ich kenne die Serie nicht, also das ist witzig, du sagst, es gibt es nur auf YouTube, oder? Oder ist es mal in irgendeinem Streamingdienst, okay. Weil sonst würde es mich wundern, wenn es wirklich ein reines YouTube-Format wäre, dann würde es mich persönlich wundern, dass da jemand den Aufwand betrieben hat, das zu synchronisieren, weil es kostet ja auch Geld, das zu synchronisieren, ne? Absolut, ja. Aber cool, okay. Kannst du mir nach dem Panel vielleicht nochmal genau sagen, wie das heißt? Muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen, okay. Genau. Ja, du bist ja hauptsächlich, also wie gesagt, wir haben Vincent D'Onofrio schon angesprochen. Wie lange machst du das schon? Weißt du noch, was dein erster Film war? Wie du dazu gekommen bist, zu diesem Job? Also, das mache ich jetzt seit 37 Jahren. Also ihn jetzt? Nee, nicht Vincent D'Onofrio. Nee, oder ich meinte jetzt genau, also wie bist du zu Vincent D'Onofrio gekommen? Das war ein offizielles Casting für Criminal Intent. Und da hat sich dann die Redaktion für mich entschieden. Und das Schöne war, ich habe dann, als es klar war, dass ich das spreche, durfte ich drei damals noch VHSen mit nach Hause nehmen, um da mal einen Einblick zu bekommen. Und ich fand das großartig. Und ich komme zu dem Studio für den ersten Aufnahmetag und dann kommt gleich der Regisseur auf mich zu. Das ist ja eine schöne Scheiße, was wir da machen, was? Und ich, nein, ich fand das eigentlich ganz cool. Und irgendwann hat er auch, glaube ich, begriffen, dass das ganz cool ist. Seit wann gibt es denn die Serie? Weißt du das? 2004, glaube ich, 2004, okay. Also im Prinzip hast du jetzt eigentlich dein 20-jähriges Jubiläum, dein 20-jähriges Vincent D'Onofrio-Jubiläum. Ja, Glückwunsch dazu, ja. Noch gar nicht drüber nachgedacht, ja, aber danke. Bitteschön. At your service. Genau. Ja, sehr schön. Genau. Was ist dir denn lieber, wenn du auf jemand gecastet wirst, den du noch nie gesprochen hast, also ganz neu? Oder bist du froh, wenn du wieder zu der Person zurückkehren kannst, die du schon oft synchronisiert hast, weil du dann weißt, wie tickt dieser Mensch, wie spielt dieser Mensch? Was ist die größere Herausforderung, was ist für dich spannender? Die größere Herausforderung ist natürlich in einen neuen Kopf. Du musst ja letztendlich in den Kopf eintauchen von dem. Das ist natürlich die größere Herausforderung. Aber es ist schon auch sehr schön, wenn man wieder, wie jetzt bei dieser Marvel-Serie, den Vincent D'Onofrio plötzlich als Kingpin sprechen darf. Und weil auch die Schauspieler, die du öfter schon gesprochen hast, überraschen dich dann doch immer wieder mit ganz kleinen Sachen, die sie machen, mit denen du selbst nicht gerechnet hast. Weil manchmal ist es ja so, dass du einfach sprichst und jetzt macht er dann, weil er weiß schon, das macht er da, ja klar. Und manchmal, wenn sie dann überraschen, ist es dann toll.
Die haben ja so ihre Manierismen oder ihre Gewohnheiten. Aber was natürlich einen guten Schauspieler auch auszeichnet, ist ja diese Wandlungsfähigkeit, wie du sagst. Und deswegen ist es wahrscheinlich trotzdem, dass du vielleicht öfters mal den gleichen machst, dann doch vielleicht immer mal wieder, wenn der manchmal später ein Bösewicht, manchmal später ein Protagonisten, ist ja dann auch mal wieder eine neue Herausforderung, denke ich. Ja, er ist ja meistens der, also bis auf bei Criminal Intent, aber... Zwielichtige. Ja. Also es, ich sag nur Jurassic World, also ja. Das, da ist, ja auch, ist er ja auch kein Sympathieträger in meinen Richtig. Augen. Ja. Genau. Du hast ein gutes Thema oder gibt es denn Fragen? Also wir haben hier Christian Weigand, für die dazugekommen sind. Du darfst dich gerne auch noch setzen, weil Stühle sind zum Sitzen da und Panels sind zum Anhören da. Wir haben vielleicht noch eine Frage aus dem Publikum. Also Christian Weigand würde euch gerne Fragen beantworten. Dazu ist er hier. Also wenn ihr irgendwas wissen wollt, ja, sehr gern, dann immer raus damit. Aber nicht über eure Zukunft oder sowas. Schauen wir mal. Also mich würde es einfach mal wundern, wie das für Sie war, als Sie die Rolle von Mr. Hanke bekam, weil das ist ja schon eine recht spezielle Rolle. Also was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, als man Sie gefragt hat, ob Sie das sprechen wollen? Ich war sofort begeistert, weil wie oft darf man Scheiße sprechen und kriegt dafür auch noch Geld? Also das war toll. Also und es war eine Herausforderung mit der Stimme, aber irgendwann habe ich dann, ich habe sehr hoch angefangen und habe gemerkt, oh Gott, nee, das halte ich nicht durch. Und habe mich dann nochmal, dann sind wir nochmal auf die ersten Takes zurückgegangen und haben gesagt, okay, wir machen ihn jetzt so und da haben wir uns getroffen. Und das Lustige ist ja auch, ich habe auch eine Doku gesehen über die Arbeiten, die selbst machen viel weniger als wir hier in Deutschland. Das wird alles am Computer dann noch gepitcht und gedreht und so. Und wir machen eigentlich immer alles mit dem Mund. Können Sie vielleicht einmal das Howdy Ho sagen, wie es Mr. Hanke sagen würde? Howdy Ho! Vielen Dank. Sehr gern. Sehr schön, das gibt einen Applaus. Ja, das würde ich auch sagen. Ja, sehr schön. Dankeschön. Sehr schön. Mr. Hanke, the Christmas Pooh. Sehr schön, ja. Genau, also Cartoon-Rollen, da ist ja oftmals so, dass man da sehr wandlungs- oder noch mehr Overacting betreibt, wie in normal, sag ich mal. Also kommt immer auf die Serie an, weil in vielen Filmen jetzt, das ist ja fast wie Realfilm mittlerweile. Also, aber in vielen Serien absolut, also... Da gebe ich dir recht. South Park ist ja auch wirklich prädestiniert dafür. Für absolut. Für diese Übertreibungen. One Piece war ja auch ein Thema oder ist ein Thema? Da für mich jetzt nicht so, aber ich habe eben da diesen Foxy, ne? Silberfuchs gesprochen. War das ein größerer? Also ich muss zugeben, liebes Publikum, ich bin kein One Piece-Fan. Ich weiß nur, dass es um Piraten geht und mehr weiß ich nicht. Kannst du mal vielleicht kurz was dazu sagen? War das eine größere Rolle oder eine kleinere Rolle? Na, ich gebe zu, es ist nicht ganz meine Welt und ich wurde halt angefragt, ob ich da eine Rolle übernehmen würde und da meinte der Aufnahmeleiter eben, Mensch, das ist genau richtig für dich, dann machst du 30 Takes, guck und dann ist das wieder weg. Und ich, ja, komm, okay, machen wir. Und dann kam ich ins Studio und hatte dann einen ganzen Nachmittag, um das zu synchronisieren. Ich habe mir gedacht, für 30 Takes, also wir arbeiten mit Takes, das sind so kleine Unterteilungen des Films und normalerweise macht man so Pi mal Daumen 30 Takes die Stunde, vielleicht 32 und ich war aber von 15 bis 18 Uhr, habe ich gedacht, 30, also halten die mich für so schlecht oder, nee, dann waren es eben 100 Takes und am Ende der Aufnahmen kam er dann auf mich zu, du wirst lachen, das geht doch weiter. Es waren dann letzten Endes irgendwie 800 Takes von Foxy Silberfuchs, aber es war okay. Also hat dann doch nicht so wehgetan, wie ich dachte. Aber es war eine temporäre Rolle, also das war, die spielte keine... Ich habe nie wieder... Okay, du hast nie wieder ein einmaliger Job sozusagen für dich. Okay, Genau. Jetzt hattest du vorher ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ich hatte dir gestern schon gesagt, wofür mein Herz schlägt. Du hast vorher schon den Kingpin angesprochen und das Marvel-Franchise. Und ich weiß nicht, ob es viele von euch wissen, aber er hat in den 90ern, gab es eine Spider-Man-Serie.
die hieß New Spider-Man. Es war so ein bisschen so ein Reboot, kann man sagen, der alten Serie. Und die hatte ein bisschen frischeren Ansatz und erwachseneren fast Ansatz, kann man sagen. Gab es ja auch die X-Men-Serie, die war auch so ähnlich vom Tonus her. Und da sprach er den Peter Parker. Und immer wenn Christian redet und ich die Augen schließe und ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut, dann höre ich Peter Parker sprechen. Das ist Wahnsinn. Und deswegen wollen wir natürlich ganz dolle wissen, also ich vor allen Dingen, was ihr wissen wollt, ist mir egal, aber ich will ich will so wissen, wie wahrscheinlich war das auch ein Casting, denke ich mir, aber wie kam es dazu? Wie war die Berührung zum oder halt, ja, einfach erzähl mal ein bisschen, wie ist das zustande gekommen? Gab es einen Kontakt mit Marvel? Gab es Vorgaben und wie ging das weiter? Erzähl mal ein bisschen. Es fing eigentlich, wie alles anfängt, RTL hat sich damals eben an die FFS in München gewandt und die haben mich gefragt, ach Mensch, junger Kerl, ich war damals glaube ich 28, wäre das was für dich? Und da habe ich gesagt, ja klar, Spider-Man, cool. Und dann gingen viele Diskussionen los um die Benennung, weil der hieß ja dann in den Comics die Spinne. Sollen wir jetzt die Spinne sagen oder sollen wir Spider-Man sagen? Wir sind dann bei Spider-Man geblieben. Kanntest du die Comics vorher schon? Ich habe vielleicht zwei, also ich war kein Fan, aber ich habe 2-3 Comics gelesen. Also ich wusste, worum es grundsätzlich geht. Genau. Und dann bekam ich den Auftrag und habe dann eben, weil ich die Rolle so cool fand, ich durfte Buch und Regie machen bei dem Projekt und habe dann gesagt, ich würde mich gern einfach auch mal selber drauf hören. Und dann hat RTL bei der Casting-Auswahl sich dann tatsächlich für mich entschieden. Also insofern habe ich dann Buch, Regie und Peter Parker-Spider-Man gesprochen. Ach so, das war im Prinzip gar nicht, also du bist engagiert worden ursprünglich für Buch und Regie und hast dann die Rolle bekommen des Hauptdarstellers. Über dich. Also über dich selber hast du quasi dir die Rolle besorgt. Genau. Also du hast dich besetzt sozusagen. Okay. Das ist ja spannend. Gibt es denn irgendeine Frage an ihn vielleicht bezüglich Spider-Man oder generell? Weil es ja ein spannendes Thema. Warte, ich bringe das Mikro. Achtung. Aus welcher Zeit war das? 95. Ja, alles klar, danke. Haben wir damit angefangen? Ich weiß es sogar noch besser. Ich glaube, ich weiß es besser, weil, also ich meine, die Serie lief, ich glaube, die fing 94 sogar an. Okay. Also ich war damals 15, ja, und ihr müsst wissen, so ein 15-jähriger Typ in den 90ern, wenn der Spider-Man gemocht hat, da warst du einfach out auf dem Schulhof. Da warst du, das ist nicht so wie heute, dass Nerd sein cool ist, ne, das gab es noch nicht. Die haben dich verprügelt vielleicht nicht, aber die haben dich schief angeschaut. Ja. Und ich war 15 und das lief jeden Morgen von RTL um 6.30 Uhr oder so, also werktags. Ja. Und ich habe morgens, bevor ich in die Schule bin, habe ich Spider-Man angeschaut. Und das war noch vor Tobey Maguire, bevor es Marvel wieder, sage ich mal, salonfähig wurde. Die hatten ja eine schwierige Phase. Die waren ja Ende der 90er fast insolvent, kann man sagen. Ne? Und dann ja. X-Men hat sie so ein bisschen, Blade war dann so ein bisschen die Initialzündung und dann X-Men und Maguire, ja, die Spider-Man-Filme. Genau. Genau. Hattest du dann letztendlich, oder wie kam es eigentlich, dass du das... Für das Dialogbuch oder die Dialogregie, gab es da auch so ein Casting? Oder was hast du gemacht, dass du das so bekommen hast? Also wie ging das? Na, das war einfach, die haben es mir zugetraut, dass ich das mache. Also gibt es dann kein Casting. Ja. Da muss der Produktionsleiter eben sagen, ach, ich glaube, das wäre was für den. Spreche ich mit dem, ob er sich das zutraut, ob er Lust drauf hat und so. Und dann haben wir uns so geeinigt. Und du hattest du vorher schon mal Dialogregie und Dialogbuch irgendwo anders gemacht oder war es dein erster Job in dem Bereich? Nee, ich habe, also wie gesagt, 87 mit dem Sprechen erstmal angefangen, Ensemble, kleine Geschichten und so und dann durfte ich, glaube ich, 92 meine erste Regie machen, auch in so einem Pille-Palle-Film. Aber ich habe da schon erste Erfahrungen gesammelt und dann kam eben dieses Ding und ich, oh ja, aber stell dich dem und ich glaube, es ist ganz gut geworden.
Ja, es ist sehr gut. Also wie gesagt, mich brauchst du nicht fragen. Ihr dürft euch gerne setzen, wenn ihr wollt. Es ist total bequem, die Stühle. Und es ist ein sehr, sehr cooler Typ, den wir hier auf der Bühne haben. Ja, irgendwann war es dann mal vorbei mit Spider-Man. Das war ja, die lief so 3 Jahre oder so, die Serie, meine ich, ne? Oder wie? Ja, dann kam, ich glaube, fast deckungsgleich so ein bisschen noch The Incredible Hulk von den gleichen Machern dazu. Die habe ich dann auch noch gleich mitgemacht. Genau. Und bist du dem, hast du das Marvel-Universum, gibt es so einen Softspot bei dir, wo du sagst, ich habe das seitdem immer so ein bisschen verfolgt und ich fühle mich auch mit Peter Parker vielleicht ein bisschen verbunden, habe immer geschaut, was kommt jetzt? Jetzt kommt ein neuer Kinofilm raus, jetzt wird die Comicserie gerebootet oder was auch immer. Also bist du da noch so dabei oder ist es eher kein Thema für dich? Eher nicht so ein Thema, also weil ich bin auch sehr viel, ich verleibe mir meine Produktionen, die ich mache, immer so ein, dass ich kaum Zeit habe, mich um andere Sachen zu kümmern, gebe ich zu. Also ich bin relativ wenig im Kino und auch im Fernsehen schaue ich mir das eine oder aber so einfach so querbeet. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich es verfolge. Wie ist es eigentlich, wenn man sich im Kino selber hört? Komisch oder geht das? Es kommt immer drauf an. Also wenn ich gut geführt wurde, dann finde ich mich auch gut. Und manchmal ist es auch, dass ich da sitze und schade, warum haben wir schon den Take genommen und nicht nochmal, wäre besser gegangen. Aber grundsätzlich höre ich mich gern, sagen wir mal so. Ja, ich höre dich auch gern. Danke. Jetzt reicht es auch mit den Komplimenten hier. Gibt es denn noch eine Frage aus dem Publikum? Keine falsche Scheu hier? Okay. Ja, okay, der Herr in der ersten Reihe ist sehr neugierig. Ja, Sie haben ja vorher schon erwähnt, dass Sie sich auf die Rollen, die Sie dann bekommen, vorbereiten. Also als Sie dann König Viserys geworden sind, haben Sie sich dann auf diese Rolle vorbereitet oder haben Sie einfach improvisiert, also nicht improvisiert, sondern einfach losgelegt, als Sie die Rolle bekommen haben? Die Vorbereitung ist bei mir in erster Linie, dass ich eben mir das schon vorher ansehen kann. Und versuche, okay, so tickt der, da will er hin. Und die eigentliche Arbeit ist dann eben im Studio mit Hilfe des Regisseurs. Und das macht sehr viel Freude. Gerade also Paddy Considine, wie der den gespielt hat, ich war hin und weg von dem. Also das hat richtig großen Spaß gemacht. Ja, da muss ich Ihnen auch ein Kompliment aussprechen. Also Sie haben wirklich super gespielt. Allein schon die, wo ich immer Gänsehaut bekomme, ist die Szene, wo er schon sehr gesundheitlich angeschlagen ist und dann in den Thron kommt und sagt, dass er jetzt, das war wirklich grandios gespielt. Ja, was also für mich war einfach ganz großartig, aber das hat jetzt gar nichts mit mir zu tun, aber die Kollegin Stefanie Kellner, die meine Frau in der ersten Folge, die diese Geburt hinlegt. Ja. Also mir sind fast die Tränen gekommen, weil es so authentisch, dieser Schmerz, den diese Frau empfindet und so, da möchte ich ihr jetzt einfach mal einen kleinen Gruß hinsenden, weil das war für mich so ein Wow, was Synchron alles kann. Ja. Kannst du mal ein paar Fotos da machen? Ich habe das Handy gesperrt, das sind einfach nur 2, 3, 4 Fotos. Okay, wir haben noch eine weitere Frage. Wie bereiten Sie sich auf eine Serie vor? Schauen Sie sich die komplette Serie an? Weil da fängt ja auch eine Charakterentwicklung an oder machen Sie es episodenweise? Wie? Meinen Sie jetzt als Sprecher oder als Buchautor? Als Sprecher. Als Sprecher, also ich habe ganz selten Zugriff auf alle Folgen. Meistens werden die sogar auch nur also folgenweise angeliefert. Und wenn wir ins Studio gehen und dann sind vielleicht 2, vielleicht 3 Folgen da, wenn man Glück hat. Also so wirklich den Verlauf kann man heutzutage eigentlich kaum mehr sehen. Also das war damals, um nochmal zurückzukommen auf Spider-Man, da hatten wir dann alle, was waren das, 56 Folgen, hatten wir da und konnten loslegen.
Und heutzutage ist halt immer dieses Hochsicherheit und eine Folge wird in Schwarz-Weiß und mit allen möglichen Sachen da im Bild, die musst du dann bearbeiten. Und manchmal, wenn es ganz blöd läuft, musst du dann Takes nochmal machen, die du am Anfang gemacht hast, weil du eben, ach du Scheiße, das ist ja der Onkel, die müssten sich ja längst duzen. Also solche Sachen kommen leider Gottes auch vor. Also ich bin ein bisschen verwundert, weil die Originale in Japan kommen, die Animes zum Beispiel früher schon raus. Das heißt, das Material würde potenziell schon zur Verfügung stehen, bevor es auf den europäischen Markt kommt. Achso, ich habe jetzt nicht von Animes oder sowas gesprochen, also ich so von diesen Amazon-Serien und so weiter. Also wie das mit, weil mit, wie gesagt, mit Animes habe ich gar nicht so viel zu tun. Okay. Also wie das da gehandhabt wird, kann ich leider nicht sagen. Vielen Dank. Danke für die Frage. Ja, vielen Dank für die Frage, genau, auch von mir. Gibt es denn noch eine weitere Frage? Der Herr mit der langen Nase, möchte der vielleicht irgendwas wissen? Du hast so oft gelogen heute schon, ne? Du hast keine Frage, oder? Ist doch gelogen. Möchtest du was wissen? Nein. Okay, er hat eine Frage. Ich wollte fragen, weil ich mir nicht so richtig sicher war. Ich weiß auch nicht, ob Sie das noch wissen. Haben Sie zufälligerweise bei der Serie Amphibia mitgesprochen? Das sagt mir jetzt nichts, nee. So einen alten Frosch namens Hop-Hop. Okay. Nee, tut mir leid. Also das wüsste ich jetzt zumindest nicht. Okay, alles gut. Danke trotzdem. Vielen Dank. Vielleicht hat er es auch verdrängt. Vielleicht war das so eine blöde Serie, dass es einfach. Ja, Frosch kann er zumindest. Froschisch spricht er, ja. Genau. Gibt es noch eine Frage? Ansonsten würde ich mich mal wieder hinsetzen. Ich stehe auch sehr gern wieder auf, natürlich. Also ich bin ja flexibel. Wir sind ja flexibel. Was mich nochmal interessieren würde, du hast es gerade schon angesprochen. Du hast ja gesagt, mittlerweile ist sehr viel Geheimniskrämerei und die Situation von vor 20, 30 Jahren kann man gar nicht mehr vergleichen mit den heutigen vielleicht. Früher war es ja oftmals so, dass den Luxus gab, dass die alle, dass ihr zusammen im Studio wart und miteinander spielen konntet. Heute ist es, glaube ich, anders. Ne? Heute geht jeder ins Studio separat und macht sein Ding. Genau. Und am Ende wird es zusammengeschnitten. Genau. Was sagst du dazu? Also ist es gut oder schlecht? Ach, am Anfang wurde sich wahnsinnig drüber aufgeregt, weil alle wollten ganz gern zusammen im Studio sein. Aber das Tempo ist natürlich ein anderes für den Einzelnen. Weil wenn du vorher saßt, du hast einen Take gesprochen, dann hast du drei Takes gewartet, dann hast du wieder einen Take gesprochen, dann hast du zwei Takes gewartet und so weiter. So ging der ganze Vormittag ins Land. Und in der Zeit, in der du früher deine, was weiß ich, 50 Takes gemacht hast, das machst du heute in der 3- bis 4-fachen Zeit. Und wenn du heute jemanden fragen würdest, die würden alle sagen, nee, das passt schon so. Weil sie so natürlich auch viel flexibler sind. Auch für die Aufnahmeleiter ist es natürlich einfacher, okay, dann nehmen wir den auf, dann nehmen wir den auf, dann nehmen wir den auf, als okay, wann haben die drei, die ich jetzt brauche, Zeit? Also insofern, es hat fast nur Vorteile. Es ist für die Regie oftmals ein bisschen anstrengender, weil der sich halt immer automatisch schon immer vorstellen muss, wie antwortet der andere oder wenn es eine Antwort ist, wie wird er die Frage gestellt haben, dass das wirklich authentisch dann auch trotzdem rüberkommt? Okay, also kann ich gut nachvollziehen. Also ich habe eigentlich auch immer gedacht, so aus Sicht eines Synchronsprechers wäre es eigentlich cool, wenn man das zusammen macht, aber das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, was du gerade sagst oder auch logistisch gesehen, erstmal alle unter einen Hut zu bringen. Ja. Also das sollte man, nicht, glaube ich, nie unterschätzen, auf jeden Fall. Genau. Gab es denn schon mal eine Situation, wo du auch erkannt wurdest, wo deine Stimme im alltäglichen im Supermarkt oder so, wo jemand gesagt hat, Mensch, ihre Stimme habe ich aber schon mal gehört. Nein. Oder so. Noch nie? Nee. Okay. Gut. Hat natürlich vielleicht auch was damit zu tun, dass du ja immer ein bisschen auch spielst oder deine Stimme auch verstellst, sage ich mal, für jede Rolle sprichst du ja auch ein bisschen anders oder so. Aber, also gut, ich hätte dich wahrscheinlich sofort erkannt, aber das ist ein anderes Thema. Okay. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wenn ich jetzt zum Metzger gehe und sage, 3 Schnitzel bitte, dann vielleicht. Dann vielleicht. Sie klingen aber scheiße. Heißt dann. Jetzt habe ich auch mal scheiße gesagt im Panel. Ich hätte es nicht gedacht. Dave, bitte rausschneiden. Ja, es wird ja gerade alles aufgenommen. Ja. Okay.
die Standardfrage, die du wahrscheinlich immer hörst, aber die mich jetzt auch mal interessieren würde, hast du denn schon mal, wissen die von dir? Also hast du schon mal jemanden getroffen, den du gesprochen hast? Und wie war das dann? Nein, ich habe noch keinen getroffen, aber was sehr schön war, im letzten Sommer, also 23, war eine Freundin von mir auf der Strasberg in New York. Ja. Die Schauspielschule, ja. Und hatte da eine kleine Unterrichtseinheit mit Vincent D'Onofrio und ist dann zu ihm gegangen und hat gesagt, ein Freund von mir ist deine deutsche Stimme und viele sagen immer, es ist denen so wurscht. Nein, Vincent D'Onofrio hat ihr Handy genommen und mir einen kleinen Gruß aufgesprochen. Das ist toll. Und da war ich hin und weg. Ich glaube, da war dein Tag gerettet, oder? Absolut. Als du die Nachricht gehört hast. Ja, das finde ich klasse. Ja, ja, man denkt ja immer so, das interessiert ihn Scheißdreck. Ja, aber das ist ja wohl das gutes Gegenbeispiel sozusagen. Ja, absolut. Das ist schön, ja. Genau. Gibt es noch jemand von euch, der was wissen möchte vom lieben Christian? Okay. Ah ja, okay. Der Mann mit der Nase wieder. Er lügt. Er sagt, er will was wissen, aber er will gar nichts wissen. Das war der letzte Nasengag, okay? Wie wahrscheinlich, denken Sie, ist es, dass Synchronsprecher oder auch Sprecher mal gemeint mit KI irgendwann ersetzt werden? Es ist eine Frage ins Blaue, sage ich mal. Eine sehr interessante Frage, aber die lässt sich nicht beantworten. Ich hoffe, dass das eben, oder ich gehe davon aus, dass das noch einige Jahre für uns also läuft, bis diese KI wirklich so weit ist, dass man den Zuschauer wirklich hinreichend verarschen kann. Bis dahin dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Okay, danke. Danke auch. Ja, vielen Dank für die Frage. Es war auch eine sehr gute Frage, die immer wieder, glaube ich, die treibt ja alle so ein bisschen um gerade. Ne? Absolut. So auch Schauspieler und auch Kreativschaffende und auch, ich arbeite zum Beispiel beruflich als Redakteur. Mhm. Irgendwann wird auch mein Computer meine Arbeit machen können und die Texte schreiben. Ne? Und das ist so ein bisschen so eine Angst, die man irgendwie hat. Und ich weiß aber nicht, also bisher ist es so, dass die Technik ja noch nicht so ausgereift ist, wie du gerade sagtest. Momentan ist es zumindest so, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ihr mal ersetzt werdet, weil was eine KI ja momentan zumindest nicht kann und auch vielleicht zweifelhaft jemals können wird, ist so richtig Gefühle rüberbringen. Nee, einfach wird meines Erachtens nicht möglich sein. Eine Stimmung rüberzubringen oder einfach gewisse Dinge auf eine gewisse Art zu spielen. Und das weiß ich nicht. Also wir hoffen mal, dass es nicht so weit kommt, aber mittlerweile, es macht auch ein bisschen Angst, wenn man diese ganzen Deepfake-Geschichten sieht hier, wenn Barack Absolut. Obama eine Rede hält, die er nie gehalten hat. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Aber das werden wir vielleicht hoffentlich nicht mehr miterleben. Ja, schauen wir mal. Genau. Ja, gibt es denn sonst noch irgendwelche Fragen aus dem Publikum? Möchtet ihr doch irgendwas wissen? Nein, das ist nicht da. Okay, eine Frage. Sehr schön. Gab es mal so eine Rolle, also einen Schauspieler, den Sie sich wirklich gewünscht hätten zu sprechen? Oder was wäre Ihre Wunschrolle, wenn Sie jetzt einfach irgendjemand auswählen könnten? Also von denen, die ich noch nicht gesprochen habe, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt keinen, wo ich jetzt sagen würde, ach, den zu sprechen. Also meine beiden Super-Favorites sind eigentlich Vincent D'Onofrio und Tobias Menzies aus Outlander. Danke. Danke dir. Ja, vielen Dank. Ja, kannst du uns noch ein bisschen was über die Outlander, haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ne? Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe es noch nie angeschaut. So gut, dann gehe ich jetzt. Okay, ciao. Nein, bitte nicht gehen. Christian, nicht gehen. Erzähl mal ein bisschen was über Outlander. Ja, erzähl mal ein bisschen was. Was ist das für eine Serie? Wie lange machst du das schon? Und ja, worum geht's? Na, ich bekam damals den Anruf, da gibt es eine Mittelalter-Serie. Und ich, schaue ich mir mal an und habe dann gesehen, naja, Mittelalter trifft es jetzt nicht ganz. Aber ich hatte mir dann schon diesen ersten Roman besorgt. Es basiert ja jede Staffel auf einem Buch. Und
das fand ich leider nicht so schön. Also das war so für mich, so, also es klingt jetzt gemeiner als es ist, aber so Hausfrauenliteratur. Und ich fand das jetzt nicht so, hat mich jetzt nicht berührt. Und dann habe ich die Serie gesehen und habe gedacht, okay, wenn die sowas dann da draus machen, cool. Also die hat mich von Anfang an in ihren Bann geschlagen, die Serie. Obwohl es natürlich auch viel um Liebe geht, aber es ist eben auch dieser schottische Dreck ist dabei und so. Also ich finde, für alle Geschlechter, die es heutzutage gibt, ist was dabei. Aber sind das die Romane von Rebecca Gabaldon, diese mit Diana, dem Steinkreis, genau. Diana Gabaldon? Ah, okay, das erste Buch habe ich sogar gelesen. Okay. Ja, ich fand es ziemlich schmalzig. Also ich fand es interessant, ich fand die Geschichte recht interessant mit dieser Zeitreise. Ich gehe in diesen Steinkreis und bin auf einmal im Mittelalter. Und dann war es aber sehr schmonzettenmäßig. Aber okay, dann sollte ich mir vielleicht doch mal anschauen. Ja. Wie viele Staffeln gibt es da mittlerweile von? 7 und dann gibt es noch die 8. Und jetzt soll noch ein Ableger davon kommen, Blood of My Blood, die Geschichte von Jamies Eltern. Ich wollte gerade sagen, Jamie ist ja der Hauptdarsteller, der männliche Protagonist, ja. Und du bist aber, den sprichst du, oder was? Nee. Ich bin Black Jack Randall, Schwein. Das Schwein, okay. Ja, irgendwie hast du so einen Hang zu zwielichtigen Charakteren, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, woran liegt das? Ich verstehe es nicht. Dabei hast du so eine sympathische Stimme. Nee, aber irgendwie, es liegt mir auch, glaube ich. Also dieses da reinschlüpfen, einfach mal, ja, letztendlich ja Schauspielerei, anders sein. Weil ich glaube, grundsätzlich bin ich ein verträglicher Mensch. Ja, glaube ich auch. Okay. Lass uns noch mal kurz über Jurassic World reden, weil das auch ein Franchise ist, was ich sehr mag. Wahrscheinlich auch wieder klassischer Weg gewesen, Casting und zu dieser. Nee, Vincent Dufferin. Genau, das war kein Casting. Das war im Prinzip, du warst gesetzt, im Prinzip, mehr oder weniger. Bist du Fan von dieser Serie? Also magst du magst du das Franchise? Und wünschst du dir, dass. Ich weiß nicht, lebt der noch? Nee, ist der gestorben? Dein Vincent Dorf. Ja, der ist tot, aufgefressen worden. Ah, stimmt, ja, wollte gerade sagen. Weil sonst hätte ich gesagt, wünschst du dir, es soll ja weitergehen. Es gibt ja jetzt einen neuen Film nächstes Jahr, glaube ich, der rauskommt. Aber da kommt er nicht mehr. Nee, da kommt er nicht mehr, vielleicht als Zombie, als Leiche oder so. Genau. Aber bist du der Serie treu geblieben? Also schaust du die auch privat, die Filme? Magst du die? Ja, finde ich immer aufregend und toll gemacht. Also da steckt viel Geld drin und du siehst es und es ist meines Erachtens auch gut angelegt, das Geld. Absolut, genau. Ich würde sagen, meine Lieben, wir hätten jetzt noch Zeit für eine allerletzte Frage aus dem Publikum. Falls noch jemand, ein Neuankömmling, sehr schön. Dann sehr gern die Frage noch stellen. Hallo. Ja, ich bin da gerade quer reingestiegen und kenne mich tatsächlich aus Outlander, habe ich schon mal gesehen. Aber was ich mich jetzt gerade gefragt habe, also ich kenne es von mir, wenn man Aufzeichnungen sieht, denkt man manchmal, boah, die Stimme, man hört sich ja anders an, als man sich selbst hört. Yeah. Und du hast gerade gesagt, du schaust deine eigenen Serien an oder auch Filme, wo du drin vorkommst. Geht es dir dann auch so, dass du sagst, boah, die Stimme oder was hatte ich denn an dem Tag für irgendwie heiser oder was auch immer oder unpassend? Naja, nur wenn ich an dem Tag heiser war. Also normalerweise gehe ich gesund ins Studio und gebe mein Bestmögliches. Was ich schon mal gesagt habe, ist, manchmal ist ein Take dabei, wo du sagst, ach, hätten wir da noch ein bisschen mehr dran gearbeitet, wären noch besser geworden, aber ja, ich mache das ganz gern. Einfach auch zur Eigenkontrolle. Ja, sehr cool. Also ich höre raus, da ist da nicht dieses, was viele Menschen haben, boah, wie höre ich mich eigentlich an, weil du das einfach schon sehr, sehr oft in deinem Leben gemacht hast. Genau. Und viel positives Feedback vermutlich, sonst wirst du nicht wieder gebucht irgendwo. Danke. Alles klar. Danke. Danke für die Frage. Ja, vielen Dank. Sehr gute Frage. Genau. Okay, dann würde ich jetzt sagen, unser kleines Pläuschen ist auch schon wieder am Ende angekommen. Ich danke dir ganz herzlich. Vielen Dank, lieber Christian, dass du hier auf der Bühne mein Gast warst. Vielen Dank ans Publikum für die tollen Fragen. Und jetzt nochmal einen kräftigen Applaus für Christian Weigand. Ah.